So, und willkommen zurück zur vierten Folge von Trade, nicht zur vierten Folge. Willkommen zurück zur Folge am Dienstag in Tradeview Season 4. Und wir hatten ja gesagt in der letzten Folge, dass wir zwei Städte anbauen wollen. Und das sind einmal keine Ahnung, Laublingen und dann Gamstedt. Die wollen wir dann mit einer Güterlinie versehen. Das war dann auch ein bisschen hin und her transportieren und auch den Gewinn dort reinbringen. So, Landnutzung machen wir mal an. Und da ist ja alles kreuz und quer gemischt. Machen wir es einfach so, dass wir dann. Ja, hier wäre nicht schlecht. Machen wir einfach mal übertriebenerweise einen großen Bahnhof hier rein. Dass wir hier irgendwie dann die Güter abliefern. Wegfahren, sag ich mal. Und somit dann halt eventuell unsere Gewinne maximieren können. Das schaut gut aus. Brauchen wir hier erstmal Blocksignal. Blocksignal. Und ja, das reicht da erstmal. Machen wir hier jetzt ein zweites Gleis mit rein. Aber damit ist es kein Problem, dass die aufeinander fahren. Irgendwie zu dicht und dann die nicht mehr fahren wollen. Haben wir ja bislang oft genug gehabt in dieser Season schon, dass sie dann einfach mal stehen bleiben und wir das nicht mitkriegen und dann irgendwann in der Nachricht kommt, ja, ihre Züge sind zu alt. Denkst du ja auch nur so, ja, was? Und deswegen machen wir das einfach direkt so. Wie sieht es hier oben aus mit Industrie? Genau auf der Seite. Mist. Aber kannst ja mal versuchen, ob man die nicht zufällig mit, weil hier sind ja auch noch ein paar Industrien, ob man die dann nicht irgendwie hier mit drüben setzt, dass sie sich dann auch wieder hierhin verteilen. Und einfach mal ausgeht, dass es geht. Muss ich echt drehen. Dann mache ich da oben so einen riesen Haufen rein. Ja, auch nicht unbedingt. Oder machen wir einfach mal zweigleisig. Setzen den dahin. Ist zwar ein bisschen blöd, aber man kann es ja immer noch so machen. Machen wir das jetzt einfach, dass wir die noch mal abreißen. Jetzt ein Stück parallel bauen und dann auf den Hauptteil gehen. Da haben wir dann mindestens noch eine Querverbindung an die andere Strecke, so dass wir dann, falls was ist, Züge darunter nehmen können oder drauf schicken. Ohne Probleme. So, wo kamen jetzt die Signale? Ja, die Signale waren da wohl mal mit drinne. Die haben wir dann mit abgerissen. Okay. Ja, der Bahnhof ist nicht angeschlossen, das weiß ich auch. Fällt hier gut auf. Hier setzen wir dann auch nochmal ein Signal mit rein. Einfach weil wir es können. Hier vorne müssen wir auch einen Übergang einbauen schon mal. Man weiß ja nie, was passiert. Und dann, komm, leck hier nicht rum. So, dann machen wir das einfach nur hier so. Dass wir da eins machen. Und im Endeffekt haben wir dann ein Stück frei, genau. Machen wir da die beiden rein. Machen wir schon mal noch da die Güter. Und die Güter können transportiert werden von. Werden hier Güter angeliefert? Ich habe keine Ahnung. Geschwindigkeit erstmal runterstellen, ey. Da werden Güter angeliefert. Wie werden denn da die Güter angeliefert? Güterbedarf gedeckt. Ja, da haben wir ja auch eine. Stimmt, das dürfte dann die sein.
Die fahren ja hier mit. Das ist auch eine Idee, dass man den da noch mit drauf setzt. Müssten wir hier aber zweigleisig bauen. Ja, auch eine Idee. Wenn man den dann aufsetzt, dann könnte man eventuell so noch die Strecke bauen. Dann hätte man da, wenn es ist, oder man fährt hier unten lang und fährt dann da drauf. Das ist auch eine Idee. Wir gucken einfach mal, wie das hier jetzt mit der Landnutzung aussieht. Güter sind hier hinten. Aber hier werden die Güter gedeckt. Genau, von da werden Güter gedeckt. Das ist auch blöd. Es ist nie, glaube ich, perfekt. So, was ist, wenn ich den denn hierhin haben will? Dann müsste ich ja normal die Strecke einfach so bauen. Haben wir da zwar eingeschnitten, aber das juckt auch keinen. Und hier oben kommen die Personenlinien raus. Und wenn ich die... Wie viel ist denn da Höhenunterschied? Ist schon ein bisschen. Wenn ich die dann hier reinkloppen möchte. So, dann bringt mir das sehr viel und zwar eigentlich gar nichts. Das heißt, wir müssten die echt auf die Seite kloppen. Dann lassen wir die da quer laufen. Alter. So. Dann haben wir das da. Dann müssen wir das irgendwie nach da hinten bringen jetzt. So kompliziert habe ich auch schon nicht mehr gebaut. So. Kollision. Wie war das die ersten? Genau, 4 Gleise hatten wir ausgehend. 2 brauche ich nur. Ja, der Bahnhof ist nicht verbunden. Das ist auch klar. Wie schnell einfach gerade die Zeit vergeht, weil er schon wieder gespeichert hat. So. Keine Probleme mit Steigung oder sowas. Genau. Dann kommt jetzt hier erstmal schön der Abzweig rein. Da kommt einer drauf. Und dann machen wir das so. Hier hatten wir alle Übergänge. Ja, passt, aber reicht ja. So. Wie sagen wir da jetzt eigentlich schon den Übergang? Also nicht einen Gleisübergang, sondern den Bahnübergang. Ach du heiliger Bimbaum. Das ist ja doch schon eine Höhenstrecke, die der da überwinden muss. Alter Schwede. Aber... machen wir einfach die, weil es besser aussieht. Es ist schon heftig, was wir da jetzt gebaut haben. Diese beschissene Brückenkopfpfeiler-Kollision, dein Ernst? Okay. Dann machen wir das einfacher. Gucken, ob das wenigstens geht. Nein, die. 1,9 Millionen. Geht auch nicht. Jawohl. Spiel mag ich jetzt schon wieder. So. Im Stream wollte mich ja auch das Spiel verarschen, indem es mir dann auch sagte, Brückenkopfpfeiler-Kollision, aber irgendwie 2 Stunden später ging es dann doch. Da dachte ich mir auch so, ja danke.
Okay, dann machen wir das nochmal. Okay, sowas wie die eben gerade, wie ihr das gesehen habt, dass es dann auf einmal doch geht. Das war Bombe. Ohne Mist. Das war echt der Knaller hoch 10, dass es dann auf einmal ging. So, 1,8 Millionen nochmal investiert. Jetzt da anfangen. Aber sagt mir doch hier nirgendwo mal einen Fehler. Der ist ja direkt hier oben. Nö. Der sagt mir einfach nur Brückenkopfpfeiler-Kollision. Ich liebe es nicht. So, würde das denn gehen, wenn ich die daran setze? Nächster Versuch. Einer der Versuche wieder, das alles irgendwie hinzukriegen. Gut, das meinte ich, dass das einfach nur getrollt ist im Moment alles. Und man überhaupt nicht sagen kann, ob das jetzt der Ernst des Spiels ist, dass es nicht funktioniert, oder ob das einfach nur irgendein beschissener Bug ist, dass die nicht fahren wollen. Deswegen müssen wir da jetzt leider diese komische Konstruktion da bauen. Und hier binden wir einfach normal an. Dann haben wir das nämlich einmal hier schon wieder verbunden. Genau, haben wir da drei Städte. Und dann könnte man hier gucken, ob man die Produktion nicht höher setzen will. Beziehungsweise, ob man dann nicht von hier oben noch die Güter abzweigt. Und von dort dann die einfach abfahren lässt und dann die höchstmögliche Produktionsrate erzielen will damit. Wäre was Nettes. Oder ob man halt wirklich hier einen kleinen Bahnhof hinsetzt und die dann aus wegfahren. Wir probieren es erstmal einfach hier mit. Nachhinein kann sich ja noch vieles ändern. Also sollte es nicht ein Problem sein, dass wir da irgendeinen Fehler haben. Falsche Seite angefangen. Nicht genügend Platz. Gut, dann graden wir hier erstmal die Straße ab. Ach, das ist schon die Hauptstraße, okay. Ich habe nichts gesagt. So. Schiene, nicht Straße, Alter. So. Kommt hier direkt daneben auch noch einer. 117 reichen aus als Geschwindigkeit. Jedenfalls im ersten Bereich. Wieso habe ich da... Ja, okay, eingleisig reicht ja erstmal, wie gesagt. Für den Start. Und dann lassen wir jetzt eine neue Linie schon mal laufen. Beziehungsweise lassen wir gleich zwei Linien neu laufen, nachdem wir sie eingerichtet haben. Und das sind beides Eisenbahnlinien. Der Taurus macht noch Minus. Genau. Hat er denn überhaupt genug, die er mitnimmt? Hier laufen die Güter erstmal weg. Das ist auch mal nicht von Vorteil. Naja, als Nachteil. Und wieder haben wir den ersten. Wie sahen das Ding nochmal aus? So. 100, 158 werden benötigt. Genau, dann müssen wir uns darum auch nochmal kümmern. Und wir waren jetzt hier hinten. Genau. So, das heißt von da. Da möchte ich eine Route haben. Ja, wir setzen dann gleich noch ein paar Signale und sowas drauf. Aber ich brauche jetzt erstmal den Namen, wie viel die Linie es ist. Das ist Z16.
Ob wir dann den darauf fahren lassen. Ja, im Moment geht es so halbwegs von den Preisen, die wir hier kriegen. Oder auch nicht. Müssen wir dann auch mal gucken. Z16, ne? Dann machen wir es dann einmal. Dann setzen wir den da erstmal für den Zug drauf. Haben wir jetzt so viele neue. Was? Wartet mal. Also, wo waren wir? Wir wollten den Zug aussuchen, ne? Nehmen wir einfach mal den Trentino für die Linie. Um zu gucken, wie es da aussieht. Und jetzt müssten wir eigentlich erst machen, dass wir hier auf die Güterzuglinien zu kriegen. Hier fährt jetzt einer rein. Genau, jetzt brauchen wir hier erstmal noch ein Stück Verlängerung, bevor er wieder rummeckert. Haben wir ja schon mal gesehen gehabt, dass er dann meckert, ich komme da nicht rein. Dann will er da auch nicht reinfahren. Dann brauchen wir eine neue Güterlinie. G11 wäre das dann. Machen wir da den Start. Erst nach da. Da, da und zurück. Wieso habe ich da eigentlich den Punkt im Gesetz? Das ist Schwachsinn. G11. Und dann brauchen wir da jetzt auch einen Zug, der dann eventuell auch schon auf die Zukunft basiert wird. So, nehmen wir die leistungsstärkere Lok wieder mit, erstmal zum Probetesten, die auch halbwegs günstig ist, Unterhalt und sowas. Und dann müssen wir jetzt einfach genügend Güterwagen zusammenstellen, damit wir hier ja, alles hin und her gewuppt bekommen. Öl, wir können nur Stahl, ne? Genau. Machen wir einfach so eine Mischung aus allen möglichen Wagen. Kaufen wir davon noch ein. Setzen die dann da rein. Dann gab es ja diese hier noch. Dann nehmen wir doch einfach mal den mit. Setzen das Teil runter hoch. Dann haben wir das auch. Haben wir das nur G11 genannt oder GZ? Ja, wir müssen die Strecke nochmal umbenennen. Das ist GZ10. Das ist GZ11. GZ11. Jetzt kommt noch GZ9. 1, 2, GZ9. Und dann haben wir die auch. Das erste mit abgehakt. Da oben fährt er schon, unser neuer kleiner Flitzer, ey. Vielleicht sollten wir die auch dann anbinden an die Stadt. So. Dann haben wir das auch. Wie sieht das hier immer so ein bisschen crazy aus? Mit der Schräge. Okay, daran kann man nichts ändern. Wieder zu haben. Jetzt kommt dieser Riesenhang. Irgendwie sieht das doch krass aus, wenn er darüber fährt. Ja, das sieht echt krass aus.
Was wir machen müssen, sind jetzt noch die Signale so zu setzen, dass die wirklich dann nur so fährt, wie sie soll. Und zwar hier, geht auf getrennten Gleisen. Und nicht mehr auf beiden. Damit er dann hoffentlich sieht, dass die Strecke zu lang ist, macht er das, genau. Hier hinten lässt er auch richtig fahren. Ja. So, dann haben wir da schon mal die. Da sind nur die Eingangsweichen. Die Eingangssignale hier hinten hatten wir schon, genau. Jetzt kommen hier zwischen noch die. Am besten so, dass man darauf auch noch setzen kann. So ein Mini-Platz, wo die einfach mal reinstecken, Alter. Auch mal genial. So. Dann machen wir dahinter noch eins. Und dann am Ende der Brücke. Aber das dann haben, ist das auch easy. So. Dann einfach hier nochmal eins rein, nur weil wir es können. Oder auch nicht. Dann können wir das ausblenden. Genau. Das ist auch okay. Und wir haben dann jetzt eine Produktion von 168 als Bedarf. Was ja nicht so schlecht ist. Wenn wir dann die Linie hier aufgeben, unsere Straßenlinie, dann werden wir auch sehen, okay, der wird auch umlagern, dann haben wir das auch. Hier machen wir dann einfach die Güterhaltestelle mit rein, es fällt nichts mehr drauf, aber wir wollten da einfach nur eine haben, falls da was nämlich ausgeliefert wird aus der Stadt, dann passt das nämlich alles perfekt. 168 ist jetzt sogar der Bedarf. Und passt das alles? So. Dann fährt der jetzt ja genügend. Genau. 159 haben wir Platz. Und jetzt sehen wir hier, die Güter werden schon alle umgelagert. Und wir könnten bald das Problem haben, dass die nicht mehr genug transportieren. Deswegen müssen wir das da einfach mal so machen, dass wir die dann noch erweitern. Das ist die Holz 1. So. Dann haben wir das auch. Fahren dann drei neue LKWs einfach mal mit. 18 Güter fährt er schon. Ey. Das ist ein reines Einbahngleis. Überzug. Ja, genau. Jetzt zeigt zwar richtig an, aber fährt trotzdem aufs Falsche. Auch mal genial. So. 67 ist der Bedarf, das passt. Genau, wie schlägt sich denn der hier? 7 von 60. Ja, ist jetzt nicht so viel. Kann aber auch daran liegen, dass er hier halt noch keine Verbindung hat. An den Verkehr. Oder an den Stadtverkehr. Und er dann damit halt Probleme macht. Oder sagt, dass er welche hat. Weil einfach keine Leute ankommen. Kann natürlich alles sein. Deswegen machen wir hier einfach jetzt mal. Das ist so, dass wir hier zwei Linien haben. Eine in die eine Richtung und die andere in die andere Richtung. Die den hier drauf fahren und das wäre dann 36 oder so was. Ja. 36 wird dann die neue Linie sein. Wieso schließe ich das, wenn ich noch keine ausgewählt habe? 36 und 37. Dann fährt 36 nach unten rum und die andere nach oben. So, ausgewählt, ausgewählt. So. Das ist B36.
Jetzt kommt hier die Sache, nehme ich auch ein. Und dann fahren wir da lang. So. Was haben die hier für einen Bug? Okay, den verstehe ich nicht. Okay, jetzt geht's doch. B37 setzen dann da die Busse drauf. Dann haben wir eigentlich auch schon wieder ein großes Ziel gemacht. Und diese Folge. So. Bus. Alter. 36. 37. Noch einer. Noch zwei. So. Ach, die waren P, nicht B. Ups. Ich habe ein bisschen was durcheinander gebracht. P37 und P36. So, dann haben wir das auch. Jetzt haben wir hier einen Takt von ja, unter 2 Minuten. Es ist alles gut. Ja, die Güterzüge sind gerade dabei. Kein Weg. Hä? Wohin will der denn? Kein Weg? Hä? Fahrzeug im Weg. Also das ist ein Bug, den ich nicht verstehe. Ist da einfach die Kreuzung viel zu dicht dran? Kann natürlich sein. Aber man weiß ja nie, was genau da falsch ist. Aber gut, wenn er meint, dann ändern wir das halt. Wie viel ist denn der Bedarf jetzt hier? 161. 47 fährt er schon. Ungefähr 60 stehen. Ja, 65 stehen da. Das läuft. Der ist auch schon fast hier hinten. Ach du Kacke. So, 0 von 47 werden abgedeckt. Ja, wie soll denn das auch abgedeckt werden, wenn da immer noch keine Straße dran ist, ich Idiot. So. Dann haben wir das, dann sollte die Produktion eventuell nochmal einen Tum höher springen. Naja, nicht ganz, aber... Er macht zu langsam. Und auf die Linie setzen wir dann einfach noch einen Zug drauf. Das war, glaube ich, die 11er, ne? Ich weiß es nicht mehr. Deswegen kaufen wir hier einfach nochmal einen Zug, der etwas kleiner ausfällt. Der dann aber den Takt einhalten sollte von den anderen, sodass die dann häufiger verkehren auf der Strecke. Und sich dann nicht mehr so, ja, ich würde mal sagen, auf die Nerven gehen. Zwei Wagen und den nochmal zuweisen. GZL. Genau. Die Strecke war einfach eben zu lang. Also der Übergang war eben zu lang. Für den Zug 141 transportiert der direkt. Ach du Scheiße. Das ist ja wirklich voll bis unter den Rand. Heftig. Okay, 86 hat er noch drin. Das passt. Und wir haben jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde als Folge. Das wird ja auch ausreichen. Jedenfalls so ein bisschen.
So, dann fährt er ab. Gucken wir mal, wie viel er zum Endpunkt wirklich mitnimmt. Null. Wahrscheinlich, weil die Stadt dahin noch keinen Bedarf oder sowas hat. Doch, 23 werden gedeckt. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Wie sagen wir mal, decken wir da einen Bedarf, wenn wir da überhaupt keinen hinliefern? Strange. Okay, Produktion eher auf 200 gestiegen, genau. So, mit den LKWs sieht das hier wie aus? 3 Monate Produktionserweiterung. Genau, da fahren wir dann einfach nochmal 2 mehr. Und dann sind wir da auch fertig. So, bei den Bussen habe ich schon länger nichts gehört gehabt, dass da irgendwas falsch ist oder zu alt ist. 7 Jahre ist das, 14 Jahre ist das älteste, was wir hier haben. Jedenfalls gerade. Das ist hier unser Holztransport. Okay. Wahrscheinlich ist das dann der Taurus. Taurus, Entschuldigung. Genau. Das ist unser Taurus. Der hier fährt. 200.000 macht da gerade noch Minus. Aber das sollte ja auch nicht mehr lange so sein. Und wir müssen unbedingt dann in der nächsten Folge erstmal auf den Taurus noch eine zweite Strecke, also einen zweiten Zug draufsetzen und dann hier in die Stadt rein nach Groß-Pankow. Dann haben wir da auch etwas Gewinn, was wir da verbuchen können, weil wir haben ja da eh schon ein Zentrum, was da ist. Dann machen wir die Linie einfach wieder aktiv. Und ich würde sagen, das war es dann auch für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei mir hier auf dem Kanal. So, jetzt haben wir es auch wieder. Und ja, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen wieder. Haut rein, bis dann und ciao.